Vertiefen wir das mal mit unserem AD-Rechtsexperten Frank Bräutigam heute beim Deutschen Juristentag in Stuttgart. Frank, diese Weigerung von Alterspräsident Jürgen Treutler von der AfD, Anträge und Abstimmungen aus dem Plenum zuzulassen, war das rechtlich okay? Also ich habe da größere Zweifel. Es ging ja heute erstmal um eine Formalie. Einen der allerersten Punkte so einer Sitzung ist der Landtag beschlussfähig. Und wenn aus dem Landtag dann so ein Antrag gestellt wird, darüber abzustimmen, dann muss die Sitzungsleitung in aller Regel auch darüber abstimmen lassen. Deswegen kann es schon gut sein, dass die Sitzungsleitung da heute ihre Befugnisse überschritten hat. Das mag alles sehr kleinteilig, verfahrenstechnisch wirken, was da jetzt heute und auch in den nächsten Tagen passieren wird. Aber man muss sich schon bewusst machen, dahinter stecken schon große wichtige Abläufe und Grundsatzfragen der Demokratie in einem Bundesland. Aber die AfD ist in diesem Bundesland nun mal stärkste Kraft. Und steht ihr dann allein aus Gepflogenheiten und Regeln das Amt des Landtagspräsidenten, um das es ja dann ging heute, nicht auch zu? Also genau das ist die Kernfrage, die hinter diesem Streit ums Verfahren steht. Und da geht es um zwei Dinge. Einmal, wer darf den Landtagspräsidenten für eine Wahl vorschlagen? Darf das nur die AfD oder können es, wenn jemand nicht gewählt wird, später auch andere Parteien machen? Das ist nicht klar geregelt derzeit in der Geschäftsordnung des Thüringer Landtags. Also unklar werden die Gerichte irgendwann klären müssen. Frage 2 ist, hat die AfD aber nicht einen Anspruch darauf? Also muss man am Ende jemanden zum Landtagspräsidenten, Präsidentin wählen? Und dazu hat das Bundesverfassungsgericht zu diesem Thema zumindest im weiteren Sinne in der letzten Zeit 2 Urteile gefasst zum Vizepräsidenten Bundestag und zu Ausschussvorsitzenden. Und da war so der Kern, wenn wichtige Posten vergeben werden, dann geht es bei den Abgeordneten um eine freie Wahl. Die können dann frei entscheiden, ob sie jemanden wählen. Und in der Demokratie geht es um Mehrheiten, auch bei solchen überparteilichen Ämtern. Also das sind Fragen, um die es hier geht. Da war bislang immer der rote Faden, Abgeordnete haben die freie Wahl. Nun ist die Sitzung dann unterbrochen worden. Die CDU und andere haben dann das Landesverfassungsgericht angerufen. Wie geht das aus deiner Sicht denn jetzt juristisch weiter? Ja, bei Gerichtsverfahren denkt man immer an mehrere Wochen oder Monate. Hier geht es um Eilanträge. Die Zeit drängt und ich kann mir vorstellen, dass der Verfassungsgerichtshof Thüringen in Weimar, der seinen Sitz schon morgen darüber berät und dann auch entscheidet, sodass dann am Samstag, so wie es ja auch geplant ist, die Sitzung dann mit womöglich neuer Klarheit, wie das Verfahren ablaufen soll, weitergehen kann. Aber dass es überhaupt zu diesem Chaos heute kommen konnte, das war doch eigentlich absehbar. Das war in der Tat absehbar. Viele juristische Expertinnen und Experten hatten schon vor vielen Monaten darauf hingewiesen, dass es so einen ersten Tag heute geben könnte, weil zum Beispiel einige Verfahrensregeln in der Geschäftsordnung nicht klar gefasst sind. Und es gab auch Vorschläge, wie man das klarer machen könnte. Dafür gab es aber im Vorfeld keine Mehrheiten im Landtag. Insofern, das war absehbar, dass so ein erster Tag heute passieren kann. Keine Überraschung. Frank, vielen Dank für die Informationen nach Stuttgart. Danke.